Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen von der FDP und auch von der CDU-Fraktion, die das eben mit unterstützt haben. Wir führen ja eigentlich hier eine inhaltliche Debatte. Und die führen wir seit Monaten und Jahren im Verkehrsausschuss, im Wirtschaftsausschuss etc. Und die ist auch wichtig zu führen, nämlich die Frage, wo man Schwerpunkte setzt bei den Investitionen, wo man im Verkehrsbereich investiert, wo man im Bereich der Technologieförderung investiert. Aber warum Sie das jetzt in die Verfassung schreiben wollen, liebe FDP, und heute diesen Antrag vorgelegt haben, Herr Brock, ist mit einer mich nicht überzeugenden Rede zugegebenermaßen, die Sie ja von sehr geehrte Damen und Herren bis danke für Ihre Aufmerksamkeit wirklich komplett abgelesen haben. Das zeigt ja, wie überzeugt Sie von Ihrem eigenen Antrag sind, aber das nur nebenbei. Also warum Sie das in die Verfassung schreiben wollen, weil wir wissen ja alle, jedenfalls die so ein bisschen juristische Kenntnisse haben, dass festgeschriebene Staatsziele noch keine Gesetze und noch keine Ausführungen machen. Also die Frage ist, warum Sie das, und zwar nur diese beiden Punkte, das ist ja ein sehr eingeschränkter Investitionsbegriff. Also wenn wir über Investitionen reden, könnte man natürlich bei Infrastruktur genauso reden, wie ist das mit Kitas, wie ist das mit Schulen, wie ist das beispielsweise mit der Energieversorgung, mit Wasser etc. Auch das sind alles infrastrukturelle Investitionen, die getätigt werden müssen und die für ein Land wichtig sind. Aber Sie beziehen sich ja nur auf die Frage Breitbandtechnologie und die Frage Verkehr. So, also alleine von dieser Herangehensweise, ja, lehnen wir diesen Antrag ab, weil er einfach unzureichend ist. Und ich frage mich auch, warum muss sich das Plenum damit beschäftigen? Warum speisen Sie das nicht in die Verfassungskommission rein, die ja parallel tagt? Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, das da zu debattieren. Also ich vermute mal, es ist ein Schaufensterantrag für den Newsletterverteiler der FDP. Das wird ja wahrscheinlich entsprechend rumgeschickt werden, nachher über Twitter etc. hat Kollege Brock es wieder Großes geleistet. Aber in der substanziellen Debatte, hier spielt es überhaupt keine Rolle. So, und jetzt, genau, jetzt rede ich zur Sache. Über die Sache haben wir ja eben auch schon ausgetauscht. Da hat der Kollege von der SPD auch einiges dazu gesagt. Ich hab mich gefragt, Herr Brockes, wo ist denn das Lob? Warum? Herr Brockes, jetzt müssen Sie sich entscheiden. Hören Sie mir zu oder dem Kollegen, wie auch immer. Sie hätten ja die Landesregierung auch mal loben können, weil bei dem, was Sie in dem Antrag schreiben, bei der Frage, den Antrag habe ich komplett gelesen, da können Sie sicher sein, und zwar gerade noch vor 10 Minuten. Beklagen Sie die fehlenden Investitionen in den Erhalt. Diese Landesregierung hat in den letzten 5 Jahren die Investitionen in den Erhalt von Landesstraßen gegenüber ihrer Regierungszeit verdoppelt. Da sind wir jetzt bei 115 Millionen. Wir konzidieren, da könnte man auch noch mehr machen. Aber gegenüber dem, Herr Schemmer, ich weiß, was kommt. Jetzt kommt die Zwischenfrage Schemmer und jetzt sagt er uns gleich, 2009 haben wir auch mal 80 Millionen ausgegeben. Sollen wir es mal probieren, Erhalt. Herr Kollege? Ja, versuchen wir es mal. Ja, ich lasse es natürlich zu. Bitte schön, Herr Schemmer. Ja. Ist ja nett, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, aber anhand der Ihrer Wortmeldung, die Sie vorher machen, kommen Sie ja schon wieder mit falschen Zahlen. Nochmal, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass im Jahre 2009... Hatte ich ja gedacht. ...die schwarz-gelbe Landesregierung 90 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, und dass im Durchschnitt es wesentlich mehr waren, als Sie heute für Neubau ausgeben. Ja, ich bin wieder dran, ne? Herr Kollege Schemmer, das mit der Zahl 2009, das hatte ich ja vorher schon angekündigt. Das ist richtig, dass wir den Neubauetat entsprechend abgesenkt haben, aus guten Gründen. Wir setzen die Mittel woanders ein. Und es ist ja auch nicht so, schauen Sie mal, es ist doch nicht so, dass jede neu gebaute Straße eine kluge Investition ist. Manchmal macht es verkehrspolitisch auch guten Sinn, beispielsweise einen Standstreifen freizugeben oder eine Spur anzubauen, als durch eine Flussauenlandschaft oder durch ein Naturschutzgebiet irgendeine neue Piste zu präparieren. Das ist auch eine kluge Investition, dass man da hinguckt, wo es notwendig ist. Und in dem Bereich Standstreifenfreigabe, Einfädelung und mehr Spuren an Autobahnen haben wir entsprechend investiert. Und wir haben auch deutlich mehr investiert bei der Frage
deutlich mehr investiert bei der Frage Substanzerhalt. So, und das wäre ja vielleicht mal von Seiten der FDP ein Lob wert gewesen. Auch bei der Frage Breitband hätte man loben können, weil bei der Breitbandversorgung haben wir jetzt einen Schnitt von 75%. Das war zu Ihrer Regierungszeit unter 60. Da ist auch einiges passiert. Ja, in Köln sind wir da bei 85%. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es im ländlichen Bereich so ist. Da sind, ja, aber bei ihr, aber wenn Sie, wenn wir das jetzt in die Verfassung schreiben, dann ist das im ländlichen Bereich. Ach, Herr Brockes, wenn wir das jetzt in die Verfassung setzen würden, dann wäre das im ländlichen Bereich längst geregelt. Das ist doch totaler Blödsinn. Wir reden doch jetzt über Ihren Antrag. Und wenn Sie beantragen wollen, dass im ländlichen Bereich mehr in Breitband investiert wird, dann können Sie das ja hier als Antrag auch vorlegen. Aber das, was Sie hier vorgelegt haben, ist doch eine völlig nicht notwendige Verfassungsänderung, und die lehnen wir entsprechend ab. Herr Kollege, es gibt noch eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Rehbaum. Wollen Sie die zulassen? Ja, auch das. Bitte schön, Herr Rehbaum. Ja, vielen Dank. Moment. Vielen Dank. Hört man mich? Ich höre mich nicht hier. Werde ich gehört? Ich höre mich nicht. Nee, wir hören Sie auch nicht gut. Nehmen Sie ein bitte das daneben. Drücken Sie das mal weg. Ich drücke Sie weg. Nehmen Sie das Neue. So, das wird gehen. So, herrlich. Besser. Sehen Sie. Vielen Dank. Ja, Herr Kollege Glocke, Sie haben sich ja gerade auf die Schulter geklopft in Sachen Erhalt, Mittel für den Erhalt von Straßen aufgestockt. Wie konnte es denn dann passieren, dass in dieser Legislaturperiode die Mittel für den Um- und Ausbau von Landesstraßen um mehr als die Hälfte gekürzt wurden, wo es nicht um neue Pisten durch irgendwelche Naturschutzgebiete geht, sondern alleine um Begradigung und Verbesserung von Straßen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Das ist für mich völlig unvorstellbar, dass dort halbiert wurde. Das sind einfach wichtige Investitionen, die Leben retten können. Herr Kollege Rehbaum, ich weiß nicht, welchen Etatposten Sie genau meinen. Das müssten Sie mir, oder das können wir gerne gleich auch bilateral entsprechend austauschen. Ich weiß nur, dass wir im Bereich Sanierung noch mal 20 Millionen draufgepackt haben und entsprechend die Neubaumittel auch ein Stück abgesenkt haben. Das allerdings nur um 5 Millionen Euro und das auch mit guten Gründen. Ich würde gerne in der Rede weiter fortfahren. Es hätte ja auch noch weitere Punkte gegeben, uns zu loben oder zu unterstützen zumindest. Lob muss ja vielleicht nicht unbedingt sein. Das Land ist der Degis beigetreten, eben als Planungsalternative. Wir wissen, dass wir im Bereich Planung bei Straßen in NRW Defizite hatten. Das liegt ja auch ein Stück daran, dass Sie in Ihrer Regierungszeit hier deutlich mehr Stellen abgebaut haben, als es entsprechend geplant und notwendig war. Wir haben eine Strukturreform bei Straßen NRW durchgeführt. Wir haben eine neue Leitungsstruktur, haben mit der Degis eine entsprechende Alternative geschaffen und werden beim Substanzerhalt und beim Schutz unserer Infrastruktur jetzt auf die Tube drücken, auch bei den Brücken und Straßen. Da wäre auch ein Lob an die Grünen mal notwendig gewesen. Wir haben auf Bundesebene vorgelegt mit zwei großen Anfragen eine komplette Auflistung der zu sanierenden Straßenbrücken und auch der Schienenverbindung, der Schienenbrücken. Auch das ist hier entsprechend vorgelegt worden und da gehen wir entsprechend dran. Also zusammengefasst, es gibt im Bereich der Infrastruktur gibt es überhaupt kein Erkenntnisdefizit. Wir hatten deren Kommission Bodewig, jetzt gibt es gerade Bodewig 2. Es ist breit diskutiert worden mit den Ländern, mit den entsprechenden Verkehrsministern, was hier in diesem Bereich notwendig ist. Wir haben ein Finanzierungsdefizit teilweise von Seiten des Bundes und wir haben vor allen Dingen ein Umsetzungsdefizit. Das gilt es zu beklagen. Da würden wir Sie unterstützen von Seiten der FDP und auch der CDU, da entsprechend in Berlin Druck zu machen, dass wir da mehr Mittel bekommen, dass entsprechend in Sanierung investiert wird, aber dass wir dafür eine Verfassungsänderung in Nordrhein-Westfalen brauchen, dass wir das in unsere Landesverfassung reinschreiben, halten wir für unnötig. Wenn Sie die Debatte führen wollen, dann doch bitte in der Verfassungskommission und lassen Sie uns da eine Priorität setzen, wo es notwendig ist, nämlich in der Umsetzung dieser Ziele, die ich eben benannt habe. Danke für die Aufmerksamkeit.